Schön, dass du da bist, und zwar heute mal wieder zu einer Sneak Peek von Diamond Art Club. Das ist eins der Kits, die morgen am 27. Januar 2024 erscheinen, und zwar um 18 Uhr für Ruby und Diamond Members und um 18:30 Uhr für alle anderen bei Diamond Art Club auf der Homepage. Infos findest du unten in der Videobeschreibung. Das ist ein eckiges Kit, das sehen wir hier an dem blauen und an dem eckigen hier mit eckigen Steinchen. Und es ist, ja, du weißt es ja schon, Cosmic Lovers von der Künstlerin Brizbazaar. 65 x 83 cm, und die Sachen von Brizbazaar sind immer ziemlich cool, ziemlich knallig, und ich mag das Schwarz mit dem Neon dazu. Ich bin sehr auf die Farben gespannt. Diamond Art Club ist ein Unternehmen aus Amerika, du musst dir aber keine Gedanken um Zoll machen. Das wird von Diamond Art Club schon mit übernommen, und auch die Versandkosten sind ab einem Wert von 65 bis 70 Euro, das kommt auf den Dollarkurs an, auch kostenfrei. Also kein Stress. Wir haben natürlich wie immer unseren kleinen Sticker, unser Leinwand und die Steinchen und unser Toolkit. Das kommt mit einem Stift, mit einem 4er und einem 7er Mehrfachsetzer, einem kleinen Döschen mit 2 Stücken Wachs darin, eine Tüte mit Tütchen drin, einem Schiffchen mit einem Stopper, einer Pinzette, die ist aber nur in eckigen Kits enthalten, einem kleinen Coverminder, das ist hier ein rosa Macaron, Magnet hinten dran, und ganz tollem Washi-Tape. Und jetzt zum Wichtigen. Wir haben eine Tarpolin-Leinwand, die ist super weich und self-flattening, ne? Und natürlich die abgesteppten Ränder, gegossener Kleber und wow, richtig gut. Toll. Wow. Wir haben eine Anleitung, wie Diamond Painten funktioniert, mit ein paar Tipps und Tricks. Hier ist auch nochmal ein 10%-Code drin. Rabattcodes findest du überall auf der Packung, auf dem Bild. Nie bei Diamond Art Club ohne Rabatt shoppen. Ich kann dir für deine allererste Bestellung 15% geben mit CHAOS15. Aktuell gibt es aber 25% bei Diamond Art Club auf der Startseite. Nimm die, also als Neukunde, nur für Neukunden, nimm diese 25%, besser geht's nicht. Ich würde mich aber dann freuen, wenn du über meinen Link, nämlich www.diamondartclub.com/chaosontour, findest du auch in der Videobeschreibung, gehen würdest. Dann sieht Diamond Art Club, dass du von mir kommst, und das würde mich natürlich sehr freuen. Aber nimm diese 25% auf der Seite statt meine 15. Das ist ja Blödsinn, ne? Wo man sparen kann, da sollte man auch sparen. Kann man sich das ein oder andere Kit mehr leisten vielleicht. Zum Beispiel dieses hier. Hier haben wir diesen Sticker-Sheet, der immer dabei ist. Und da haben wir die Artwork auch nochmal. Wow. Richtig gut. 65 x 83 cm. Und wir haben 50 Farben. Und bei Diamond Art Club sind ja die ersten Farben hier oben unter 150 alle ABs. Und da haben wir hier 3 Stück. Boah, ich ahne was. Okay. Das sind knallige ABs. Ich freue mich drauf. Die gucken wir uns gleich an. Und hier unten am Ende, wenn da was mit einem Buchstaben ist, das auch immer ein Sonderstein. Und zwar haben wir ein Z, das ist ein Fairy Dust Diamond, und ein L5200. L dürfte ein Iridescent Diamond, sprich ein Kristall sein. Also kleine Aufkleber, die kann man abmachen, auf Tütchen oder Container kleben, ist ein absoluter Gamechanger für mich. Hier sind die Steinchen, alles Harzsteine, und wow. Das Schwarz und diese knalligen Farben, ich freue mich. Gucken wir uns gleich genau an. Hier steht auch nochmal drauf, zu welchem Kit es gehört, wenn man das separat lagern möchte. Und hier sehen wir nochmal das Bild im Ganzen. Und wir schauen uns mal kurz nochmal die Leinwand an. Wir haben nämlich links und rechts jeweils eine Legende. Und hier unten alle Infos zum Kit. Brizbazaar hat auch die Lizenz gegeben an Diamond Art Club, dieses Kit produzieren zu dürfen. Sprich, der Künstler, in diesem Fall die Künstlerin, wurde für ihre Arbeit bezahlt und kriegt eben eine Lizenzgebühr dafür, dass Diamond Art Club das hier produziert, an uns verkaufen darf und wir dieses tolle Bild painten dürfen. Also Daumen nach oben und kein Kunstdiebstahl. Was haben wir noch? Ich glaube, das kann man hier ganz gut sehen. Diamond Art Club hat eine neue Folie. Die ist perforiert. Das heißt, wir haben jetzt 10×10 Kästchen schon vorausgestanzt oder angerissen sozusagen. Und da kann ich mir die Kästchen einzeln rausreißen an der Folie, wenn ich das möchte, und so painten oder eben so abziehen, wie ich es jetzt hier mache, oder so schneiden, wie ich es sonst auch gemacht habe. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und bei dieser Folie ist das Tolle auch, dass man sie auch falsch rum draufkleben kann. Also da braucht man jetzt keine Angst mehr haben. Sie ist auch ein bisschen dicker als vorher oder als die alte Folie. So, und hier sehen wir auch nochmal die Symbole, kristallklar wie immer. Und wir sehen auch schon jetzt, dass wir hier sehr viel Color Blocking haben, also viel von einer Farbe am Stück. Ja, das heißt natürlich, dass wir da relativ schnell vorankommen. Wir haben aber auch ein bisschen Konfetti, nicht wirklich, aber Konfetti wäre zum Beispiel, ist nicht, ja, naja, ein bisschen hier, wenn man die Farbe im Schiffchen öfters wechseln muss. Aber ansonsten sieht mir das danach aus, dass man hier relativ schnell vorankommt. Wir haben hier unten übrigens auch nochmal alle Social-Media-Kanäle. Da sieht man immer, was samstags so alles Neues rauskommt. Diamond Art Club bringt ja samstags immer neue Bilder raus, so wie dieses hier morgen. Und hier siehst du, dass du eben eine Garantie auf Steinchen und Leinwand hast, solange du der Originalbesteller des Bildes bist. Richtig cool. Also ich habe ja schon ein Brizbazaar gemacht und wie gesagt, dieses Schwarz mit diesen Neonfarben ist einfach großartig. Und ich bin jetzt gespannt auf die Farben. Die werden richtig knallen und vor allen Dingen auf die ABs und die Spezialsteinchen. Und darum gucken wir uns die jetzt sofort zusammen an. Wir können ja mal wieder das Spielchen machen, wie viel 310 haben wir denn in diesem Bild? Schreib's mal in die Kommentare. Mal gucken, ob du richtig liegst. Ich schätze jetzt mal 20 Beutel. 18 bis 20 Beutelchen. Okay. Mal gucken, wer von uns recht hat. Ich bin gespannt. Also, wir haben hier einen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, na, wer ist noch dabei? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, und ich wusste es wirklich nicht. Ich habe nicht vorher gespielt. Cool. Wer von euch hätte noch recht? Ich bin gespannt. Also, 20 mal schwarz für den Hintergrund sind Harzsteinchen, Eigenproduktion, beste Steinchen aktuell auf dem Markt, meiner Meinung nach. Und da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Aber natürlich, man holt sich das Kit nicht, wenn man schwarz nicht gerne paintet. Gell? Was haben wir denn noch? Haben wir 2 Beutel von der 3756. Das ist total schönes. Helle Minzfarben, ne? Schneefarben. Ich würde gerne Schnee verwendet. Sehr cool. Dann haben wir die 159, auch eher so ein bisschen pastellig, ne? 741, jetzt wird es knalliger. Die 3805, 312. Dann haben wir von der 762 2 Pakete. Auch das wird in den Skeletten verarbeitet sein. Genauso wie das hier, nehme ich mal an. Dann die 161, die 120 ist unser erster AB. Guck mal, da ist auch ein kleines anderes Steinchen, das auch gerne ein EB wäre. Bitte schön, sei ein EB. Wenn du das möchtest. Wer möchte nicht so scheinen? Also, wir haben hier eine Beschichtung drauf, die ein bisschen an die Nordlichter erinnert. Darum auch EB oder Aurora Borealis Steinchen. Die reflektieren das Licht eben so ein bisschen in allen Regenbogenfarben, so ein bisschen wie Meerjungfrauenschuppen. Und da schauen wir uns gleich mal an, wo die eingesetzt werden. Das sind schöne blaue, hellblaue. Sehr cool, fast schon türkis. Fast schon türkis. Die 160, die 3845, die 823. Hat sich auch ein gelber rein verirrt. Nämlich von denen hier. Da haben wir 2 Pakete von der 444. Ein sehr knalliges Gelb. Die 803, die 336. Und da unser nächster EB, die 130. Ein gelber EB. Und nebendran kommt direkt die 113. Das ist der rosane EB. Und somit haben wir alle 3 EBs zusammen, ne? Einmal blau, einmal gelb und einmal rosa. Und den 2 folgt dann direkt unser Iridescent Diamond L5020. Das ist ein Kristall. Das Silberne kommt nach unten auf die Leinwand. Also der Kristall ist durchsichtig. So Glas, sozusagen Glasoptik. Kristall, da bin ich gespannt, wo der eingesetzt wird. Und da haben wir auch schon unseren letzten Spezialstein, nämlich den Fairy Dust Diamond. Fairy Dust Diamonds haben so eine ganz zarte ja, Schimmer sozusagen, ein bisschen wie Feenstaub eben. Und setzen damit ganz sanfte Akzente. Ich liebe Fairy Dust Diamonds, sie lassen sich auch ganz toll painten. Und das hier ist ein, ja, so ein hellgrüner, sehr schöne Farbe, mega. Gucken wir auch gleich mal hin. Dann die 6020, die 601 und die 600, 797, 995, 415, die 3746, die 911, die 922, die 3607, die 906, die 727, die 718, die 958, die 756, die 3849, 351 und die 915. Da haben wir schon so ein paar knallige Farben dabei. Und ja, erstaunlich viele eigentlich auch. Ne? Da haben wir so unsere Spezialsteinchen, nämlich unsere drei ABs. Ne? Schönes Blau, schönes Gelb und ein schönes Pink oder Rosa. Und dann haben wir unsere grünen Fairy Dust Diamond und unseren Iridescent Diamond, ne? Die Kristalle. Der rosane AB ist eigentlich überall, wo es so ein bisschen diese rosa Swirls hat. Ne? Hier dabei, also nicht nur, aber zusammen mit den anderen rosa Steinchen hier zum Beispiel, hier und hier, um dann so ein bisschen Highlights in diesen Regenbogenfarbenstreifen zu haben. Hier zum Beispiel, hier und hier. Und natürlich auch hier oben. Hier zum Beispiel um den Planeten oder diesen Stein, Meteor, was auch immer das sein soll, drumherum. Und hier, das ist der rosane AB. Ich gehe mal davon aus, dass es sich mit den anderen ähnlich verhält. Hier haben wir noch unseren blauen und da ist es nämlich auch so. Da mal hier zum Beispiel ein Stückchen nur den blauen AB. Da oben ist er neben den anderen hellblauen Steinen. Hier links auch, da haben wir den AB und dann geht es weiter mit dem normalen Blau. Und auch hier, ne? Der AB und dann der normale Blaue. Hier auch, hier ein bisschen dabei, da und da. Und auch hier unten. Und der Gelbe macht da keine Ausnahme. Den haben wir hier bei den gelben Regenbogenstreifen. Nebeldingern auch eben immer mal wieder dabei, nicht überall, aber bei einigen haben wir den gelben AB. Dann haben wir den Fairy Dust Diamond und der ist natürlich auch in diesen Swirls. Was ist das? Nebel, Dings, Schwaden, Dings, Zeugs? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das da nennen würdet. Bitte. Vorschläge in die Kommentare. Mir fällt gerade nichts Passendes ein. Der Fairy Dust Diamond ist das Plus-Symbol auf grünem Grund. Und das haben wir zum Beispiel hier oben. Also da verhält es sich eben wie gerade eben bei den EBs, nur mit diesem sehr hellen Grün. Hier zum Beispiel, hier und hier, also auch da. Und auch hier drüben so ein bisschen. Last but not least haben wir noch unseren Kristall und das Symbol ist weiß und hat einen kleinen schwarzen Punkt in der Mitte. Und das haben wir hier überall zwischendrin. Sehr geil. Das sind die Sterne sozusagen. Hier, da und da, hier, dann hier einzeln, hier und aber auch diese großen Sterne hier, da in der Mitte. Sehr geil. Sehr geil. Also hier überall. Jetzt haben wir auf dem ganzen Bild diese kleinen weißen Stippen, die hier sind. Hier, also dieses Funkeln oder Sterne oder ich weiß auch nicht so genau. Da ist unser Iridescent Diamond, also unser durchsichtiger Kristall. Aber nicht überall, wo weiß ist, also nicht verwechseln. Hier haben wir zum Beispiel den Kristall und hier Ja, das ist ein Strich auf weißem Grund und das ist einer von den sehr hellblauen, fast schon weißen Steinchen. Genauso wie hier. Das ist das, was ich vorhin als Schneefarben bezeichnet habe, wo wir auch zwei Beutelchen von haben. Das ist zum Beispiel der hier. Ein richtig weißes Steinchen, oder haben wir gar nicht. Und das wird ziemlich geil. Also das wird sich auch richtig geil painten lassen. Dieses Schwarz mit diesen Farben da drauf. Wahnsinn. Richtig gut. Da freue ich mich drauf. Und ich finde auch einfach hier, ja, unsere Sondersteinchen, die machen sich da auch ganz besonders gut drauf. Cosmic Lovers erscheint morgen, 27. Januar 2024 um 18 Uhr für Diamond and Ruby Members und 18:30 Uhr für alle anderen. Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du das Bild findest oder ob bei den morgigen Releases ein anderes Bild ist, was bei dir auf die Wunschliste wandert oder in den Warenkorb oder was du sofort bestellst. Alle Bilder siehst du bei Instagram und bei Facebook natürlich, wie immer. Und ich würde mich freuen, wenn du beim Rausgehen den Daumen nach oben da lässt, wenn dir das Video gefallen hat und wenn wir uns in meinem nächsten Video hier alsbald wiedersehen. Und wenn du das nicht verpassen willst, kannst du natürlich auch gerne abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Bis dahin, passt du bitte gut auf dich auf und bleibst immer super entspannt. Bis dann. See ya!